Jetzt guckt sich das einer an, was hier alles drin ist. Das ist mein Schubfach, wo ich alles aufbewahre, was ich gekauft, bekommen habe und worüber ich noch Videos drehen möchte. Also, das kommt alles noch auf euch zu. Hallo ihr Lieben, zu einem neuen Video. Eben habe ich euch gezeigt, was ich alles noch so in meinem Gedönsding da habe. Und da habe ich gestern mal durchgeschaut und da habe ich noch ganz viele Sachen gefunden, die ich euch heute vorstellen möchte. Und zwar schminken wir uns auch damit. Das heißt nicht wir, sondern ich. Aber ihr guckt zu, also doch wir. Und die Sachen möchte ich euch vorstellen. Die habe ich zum Teil bestellt. Die habe ich zum Teil, ja, in Abo-Boxen gehabt. Und das hat sich irgendwie angesammelt. Und darum möchte ich euch die heute zeigen. Ich habe jetzt falsche Wimpern drauf. Ihr habt im letzten Video das Desaster gesehen, wie ich sie mir geklebt habe. Heute habe ich sie so drauf gemacht. Und ganz witzig, in der letzten Abo-Box waren auch welche drin. Weil kaum hast du das Thema mal angesprochen und ausprobiert und zack, bumm, kriegst du schon wieder neue. Nagellack ist übrigens auch neu. Die waren drin. Und zwar Allure heißen die, glaube ich, London. Dreiviertel Length. Ja, die habe ich drauf, guck. Finde ich ganz gut. Habe ich jetzt vorher aber gemacht und habe ungefähr 20 Minuten gebraucht. Nicht, dass ihr denkt, mir fällt das leicht. Nein, fällt mir überhaupt nicht leicht. So sehen sie aus. Und ich finde die eigentlich recht schön. Ne? Ja, da war auch so ein Kleber bei. By the way. Aber ich habe meinen Duo-Kleber genutzt. Bei dem fand ich auch das letzte Video schon ganz gut. Und darum habe ich gedacht, nehmen wir den wieder. Ganz neu habe ich, und das habe ich schon länger, und zwar bei dem Yes-Style-Haul, den ich euch mal gezeigt habe, habe ich mir eine neue Sonnencreme besorgt. Und zwar von der Firma Grüm. Ja, finde ich total witzig, den Namen könnt ihr sehen. Und zwar ist das ein SPF 50 Face Sunscreen. High UVA und UVB und der ist wasserfest, waterproof. Und davon trage ich mir jetzt ein bisschen in mein Gesicht. Das Einzige, was mich an dem Produkt stört, ist, kommt nichts raus. Das sehen. Kannst du auf die Verpackung drücken, wie verrückt, es kommt nichts raus. Da hilft nur mächtig schütteln. Und ich stelle mir auch vor, wenn da noch so ein Drittel drin ist, sage ich mal, und das willst du rauskriegen, kannst vergessen. Und deswegen würde ich mir das nicht nochmal kaufen. Also nach ein paar Mal schütteln kommt dann was. Ich mache jetzt wenig raus drauf, weil ich nicht rausgehe. Aber ich möchte das nochmal als Vorbereitung nutzen für meine Haut, um ein Make-up aufzutragen. Weil heute benutzen wir ein Make-up und davon habe ich leider nur ein Pröbchen. Aber Pröbchen finde ich ja immer ganz schön, um zu gucken, was so ein Produkt letztendlich mit einem macht. Und zwar ist das von, ich meine, Santé. Ist das ein Make-up-Pröbchen? Seht ihr das? Und zwar, Moment, Mutter musste Brille aufsetzen. Soft Care Foundation, also with natural Hyaluronic Acid, vegan und bio. Es ist also Hyaluron drin, es ist Naturkosmetik und die wollen wir ausprobieren. 2 ml sind da drin. Was soll das denn machen? Leichte Formulierung mit mittlerer Deckkraft. Deckt kleine Unebenheiten ab und schenkt langanhaltende Feuchtigkeit und einen strahlenden Ton mit natürlicher Hyaluronsäure. Dann machen wir mal auf. Das ist jetzt der Farbton 03. Es wird vermutlich für mich zu dunkel sein, aber wir probieren das jetzt aus und wie immer mit Verpackung. Oh, guck mal. Da ist da so eine Perforation. Nichts durch die Gegend geflogen. Glück gehabt. Jetzt gehe ich mir jetzt erstmal auf den Handrücken, weil ich befürchte echt, dass das viel zu dunkel ist für mich. Auch obwohl, nö, aber natürlich zu viel. Klar, ne? Da nehme ich meinen schicken Pinsel und die trage ich mir dann mal auf und dann wollen wir mal schauen, was die macht. Na, komm. Jetzt kriege ich den Spiegel nicht auf. Geht schon wieder gut los. Nö, ist nicht so dunkel. Aber deckender als das, was ich gewohnt bin. Klar, ist keine BB-Cream.
ist tatsächlich eine Foundation. Riecht gut. Also riecht nicht komisch nach Naturkosmetik. Naturkosmetik. Ja, oftmals einen seltsamen Geruch. Aber die hat einen guten Geruch. Und die behalten wir während des Videos ein bisschen im Auge. Weil frisch aufgetragene Foundation sieht ja oftmals sehr, sehr gut aus. Und wenn sie dann antrocknet oder sich mit der Haut verbindet, dann kann der Eindruck ein anderer sein, zumal manche Foundations auch nachdunkeln. Das mag ich überhaupt nicht. Und darum gucken wir mal. Also so finde ich sie gut. Gucke auch gleich in den Vergrößerungsspiegel. Dann sehen wir mehr. Ich habe dieses Video genannt Wunderbar oder Sonderbar, weil die Reihe hatte ich schon mal. Weil hier sind auch Produkte bei, die ich euch vorstelle, wo ich denke, das könnte eventuell doof aussehen. Oder ist das gut oder was auch immer. Weil auch ein paar Neuheiten bei sind von Firmen, die wir gut kennen. Also, so sieht's aus. Vergrößerungsspiegel. Tja. Vielleicht ist sie doch ein bisschen dunkel jetzt bei näherer Hinsicht oder sie ist oxidiert. Von Nase lässt sie sich nicht gut verteilen. Überhaupt nicht, setzt sich hier ab. Ich weiß nicht, könnt ihr sehen? Da ist jetzt gar keine Foundation. Hier ist ganz voll mit Foundation. Sie trocknet sehr, sehr schnell. Sie reibt sich ab. Da. Und auf der Nase hält sie bei mir gar nicht. Das habe ich sonst noch nie gehabt, auch hier auf den Lippen, über den Lippen in meinen Falten. Entweder mag sie, die fusselt total, reibt sich ab. Oh. Leute, die muss ich abmachen, geht gar nicht. Schon wieder Chaos. Nein, bevor ich meine Foundation auftrage, die Puder Foundation, habe ich nämlich noch ein Produkt, was ich total witzig finde, von Illa Masca. Ist das ein Glowing Gel? So sieht's aus, hatte ich in einer Abo-Box. Und das da drin ist total niedlich. Schaut mal, so ein kleines Ding, sehr elegant, sehr schick. Ne? Und wenn du das aufmachst, hast du da nochmal so einen Schutzdeckel. Den kannst du dann abmachen und darin befindet sich ein hautgetöntes Gel. Und das werde ich mir jetzt vorher noch auf mein Gesicht auftragen und schaue, was das unter meiner Foundation macht. Ich gehe da mal rein. Gott, das ist ganz witzig. Es fühlt sich echt an wie so ein Jelly. Guck mal. Und das gebe ich mir auch erstmal vorsichtshalber nur auf die Wangenpartie, weil ich nicht wirklich weiß, was es macht. Oh, sehr angenehm. Der Smooth auf der Haut, wirklich. Es macht nicht viel. Das heißt, ich habe jetzt nicht übermäßigen Glow. Und darum denke ich fast, das kann ich als Primer komplett im Gesicht auftragen. Das ist echt witzig. Da sind keine Partikel drin. Schaut mal, keine Glanzpartikel. Also Stückchen. Das ist sehr, sehr angenehm. Sehr, sehr schön. Kühlt. Also ich finde ja alles angenehm, was auf der Haut kühlt, wenn man es aufträgt. Guckt mal, gibt ein bisschen Glow. Aber haut ja nicht gleich so die Socken weg, ne? Zieht ein. Ist klebrig. Ich glaube, das ist für jede Foundation, die danach kommt, eine super Ausgangsposition. Sehr angenehm. Toll. Hätte ich beinahe vergessen, hätte ich euch beinahe unterschlagen. Mensch, 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 Mensch.
Verlinke ich euch. Ich weiß, dass von Elon Musk die Produkte nicht ganz günstig sind, aber ich verlinke es euch trotzdem, weil es gefällt mir gut. Ist immer noch ein bisschen sticky und fühlt sich toll auf der Haut an. So, jetzt aber Barbour Make-up drauf. Guck, das ist eine Foundation, die immer funktioniert. Ich weiß nicht, Santé ist sonderbar für mich durchgefallen. Ich weiß nicht, wer damit klarkommt. Wenn ihr die benutzt, sagt mir mal, was ich falsch gemacht habe. Ich habe ein weiteres interessantes Produkt in einer Box gehabt. Und zwar sind das Drops von Ilika Beauty Illuminizing Drops. Das heißt, das ist ein Produkt, also eigentlich ein Highlighter, aber du kannst es auch vor der Foundation auf deine Haut geben. Es gibt ja diese berühmten Drops, wie heißen die denn noch? Fällt mir gerade nicht ein. Ich schreibe es euch hier hin, wenn ich sie finde. Und die sind rosa und dazu habe ich auch was gefunden. Lust auf pure Frische in deinem Gesicht. Trage dir diesen zu 100% natürlichen Highlighter auf und lass deine Haut strahlen. Machen wir mal, ne? So, und diese Puder Foundation von Barbour verzeiht ja auch, wenn man flüssige Produkte danach aufgibt. Ne, guckt mal. Aber so dunkel, ne? Bin echt gespannt, wie das auf der Haut wirkt. Ganz ehrlich, aua. Oh, gebe ich nochmal was auf meine Hand. Sehr, sehr flüssig. Und jetzt geben wir uns das dorthin, wo ich highlighten möchte. Und zwar hier. Tupfe ich mir mal ein. Ihr seht, die Foundation trägt sich nicht ab. Guck mal, da kann ich gleich meine Wangen ein bisschen mit einfärben. Das ist ja cool. Das wäre ja eigentlich auch ein guter Rouge-Ersatz, oder? Da ich aber noch ein Rouge habe, benutze man nicht großflächig. Aber guck mal. Cool. Und wieder kühle auf der Haut. Sehr, sehr schön. Kühle bedeutet für mich gleich Frische. Und für Frische im Gesicht bin ich immer dankbar. Wow. Wow. Und bei dem Produkt, ganz ehrlich, als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, das kommt in die Abteilung sonderbar. Nee. Nein. Das ist Abteilung wunderbar. Das finde ich richtig gut. Das werde ich in einem anderen Video mal komplett als Rouge auftragen. Weil Leute, guckt mal. Es hat keinen übermäßigen Glanz. Das macht wirklich, wirklich nur frisch. Wunderschön. Sind auch keine Glitzerpartikel drin. Jetzt habe ich von Beauty Bay, von der Eigenproduktion, einen Powder Blusher mir noch bestellt. Ich hatte ja neulich schon gesagt, ich habe bei Beauty Bay bestellt und da war der bei. Und da ging es eigentlich darum, dass ich die Eigenprodukte von ihnen mal testen wollte. Den hatte ich auch noch nicht auf. Guckt mal, ist ja niedlich, ne? Siehst du die Farbe schon durch? Natürlich günstige Verpackung, ist aber auch ein relativ günstiges Produkt. Und der hat goldene Partikel in sich. Inwiefern man die jetzt 1:1 auf die Haut transportiert, weiß ich nicht. Da müssen wir mal gucken. Sind darin 6,5 Gramm. Ist aber eine sehr schmale, ganz, ganz leichte Verpackung. Und den probieren wir jetzt mal gemeinsam aus. Also die Farbe gefällt mir gut. Der gibt auch nicht ganz so viel auf dem Pinsel ab, was ich auch durchaus gut finde. Wow, ey, der bringt mehr Glanz als dieser Highlighter eben. Guck dir das an. Der macht richtig Glanz. Und zwar so viel, dass das dringende Bedürfnis habe, mir den besser zu verteilen mit einem sauberen, fester gebundenen Pinsel. Wow. Alter Schwede, guck mal. Der hat richtig Glanz. Ja, das ließen auch die Partikel schon vermuten. Und
vielleicht gucke ich mal im Vergrößerungsspiegel, ob man die Partikel auf der Haut sieht. Leute, der ist nicht leicht zu verteilen. Wenn ihr den haben möchtet, ist eine tolle Farbe. Aber da müsst ihr fix sein. Da müsst ihr ganz fix sein. Nein, man sieht keine Glitzerpartikel auf der Haut. Nicht ein einziges, aber unbedingt einen goldenen Schimmer. Und hier kann man auch sehen, dass er sich nicht so gut verteilen lässt. Möglicherweise was für die Abteilung sonderbar. Was sagt ihr? Ist ein bisschen schwer damit zu arbeiten. Da muss man schon gezielt vorher überlegen, wo man den hinhaben möchte. Weil eine großartige Korrektur in dem Sinne schwierig, ne? Jetzt habe ich aber Glanz im Gesicht, aber mehr durch das Produkt als durch das Produkt. Und genau das ist das Krasse daran. Das hier ist wunderbar, das ist sonderbar. Und ich habe zu Anfang gedacht, es ist genau umgekehrt. So kann es laufen, nicht? Ganz unbedingt kommt dieses Produkt für mich in die Abteilung sonderbar. Könnt ihr mir mal sagen, wer so einen Lipgloss bzw. so ein Produkt benutzen kann, das noch original verpackt. Ich werde es auch nicht auspacken. Es ist dunkelbraun mit einem ganz kleinen bisschen goldenen Schimmer. Wer den haben möchte, möchte mir bitte schreiben. Das ist ein Matte Me Liquid Lipstick von der Firma Sleek. Das ist ja nicht mal Leberwurst, ne? Das ist ja braun. Wie gesagt, der ist original verpackt, den verschenke ich, wenn den einen haben möchte. Ich kann den nicht tragen. Was mir auch sehr sonderbar vorkommt, sind die neuen Ultimate Stay Lip Tints von Catrice. Jetzt guck dir diese Farbe an. Und ich habe recherchiert, habe ich jetzt Pech gehabt mit der Abo-Box, dass ich so ein Neon Pink Orange bekommen habe, dass ich nur Pech gehabt habe, aber meine Recherche ergab, es gab nur solche Farben. Leute, ich sag's euch, ich bin fix und fertig. Ich bin fix und fertig und den probieren wir. Ihr seht schon, sonderbar, ne? Guckt dir das an. Das haut dir ja wohl alles weg. Ist aber ein Lip Tint. Und da könnte ich mir vorstellen, den trage ich auf und mache den relativ schnell wieder runter. Und dann vielleicht nur eine leichte Tönung zu haben. Und um das auszuprobieren, machen wir das jetzt. Ich habe Angst. Respekt. Oh, wow. Also vermalen darf man sich auf gar keinen Fall. Gottes Willen. Ja, gar nicht so piekig. Ist er im Endeffekt auf den Lippen nicht. Jetzt hole ich mir mein Tuch bzw. ein Wattepad. Komm her. Ich werde mir das mal ein bisschen abtupfen. Guck dir das an. Das ist so, als hättest du gar nichts auf den Lippen. Gar nicht so übel. Zack und trocken. Jetzt hat er noch ein ganz klein wenig abgefärbt. Gucke ich mir in einer Minute noch mal an. Aber ist lange nicht so schrill wie in der Verpackung. Und ganz ehrlich, da kann man mitarbeiten, oder? Schaut euch den mal an. Ich werde euch den verlinken, weil das ist ein neues Produkt von Catrice. Und die anderen Farben könnt ihr euch mal anschauen. Aber, also wenn das jetzt ein paar Stunden hält,
Weil das verspricht das Produkt. Ein Tint ist ja eigentlich das, dass es die Lippenoberfläche einfärbt für eine gewisse Zeit. Oder manche kriegst du auch nur ab, wenn du einen Make-up-Entferner benutzt. Und du hast nicht die Aufgabe, das immer zu kontrollieren oder nachzutragen, sondern es hält und hält und hält. Und sowas wollte ich schon immer mal ausprobieren. Ich weiß gar nicht, von wem ich den Lip Tint unbedingt haben wollte. Immer gut, dass ich ihn mir nicht gekauft habe. Das ist nicht schlecht, meine Lieben. Habe ich gedacht, ist sonderbar. Ist wunderbar. Den behalten wir im Auge. Was ich auch immer sonderbar finde, und da habe ich auch bei BH Cosmetics, bei Beauty Bay geschaut, das sind Eyeliner bzw. Kajastifte und der ist weiß. Finde ich gut, wenn die untere Wasserlinie aufgehellt ist. Ich bin ja eher der Fan von ganz schwarz ums Auge rum. Und bei weiß, da war ich mir nicht so ganz sicher. Aber den probieren wir jetzt mal aus. Huch. Das ist das Rückteil. Oh, wow. Der ist gar nicht weiß. Der hat so ein Smaragdgrün. Wow. Guck dir das an. Ganz leicht gehe ich drüber. Den finde ich gut. Meine Güte, weiß ich gar nicht mehr, was ich bestellt habe. Da ist schon so lange her. Aber das ist ja jetzt cool. Und ich meine, den gab es auch in verschiedenen Farben. Ich mach mal nicht so doll. Wow. Da denkst du, da hast du dir was Sonderbares gekauft und denn? Ganz plötzlich ist es wunderbar. Den als Eyeliner aus Lid ist bestimmt toll, weil die Spitze ist wirklich spitz. Der färbt richtig gut bei leichtester Berührung. Ist genau meine Farbe. Und den mag ich. Wow. Wow, ich bin begeistert. Nichts sonderbar. Ist auch so ein zum Rausdrehen, ne? Der ist wunderbar. Der ist ganz wunderbar. Zwei Sachen habe ich noch. Und ganz süß von Eiko, so eine Probe eines Lipglosses. Schaut, natürlich auch in der Box gewesen. Den tragen wir jetzt noch darüber, weil das ist jetzt richtig trocken. Hier ist sauberer Finger. Hier ist immer noch relativ sauberer Finger. So sieht das aus. Oh. Ich glaube, das möchte ich gar nicht auf meiner Lippe haben. Das passt farblich auch gar nicht. Ja, klar. War klar. Guck dir das an. Und das ist wirklich ein Lipgloss. Hätte ich jetzt eher gedacht, das ist ein Eyeshadow oder so. Lipgloss. Guck dir das an. Das würde ich eher als Eyeshadow und der wird auch noch fest. Aber da sind natürlich Glanzpartikel bis zum Abwinken drin, ne? Also, Galaktik. Das hätte mich schon aufmerksam machen sollen. Sonderbar. Sonderbar. Nicht wunderbar. Guck mal. Ah, wie kann man es am besten sehen? Nee, das möchte ich nicht auf diesen Lippen haben, die ich nämlich wirklich. Ach, hier, guck mal, da kannst du es auch sehen. Das ist Glitzerpartikel pur. Und jetzt habe ich noch von einer Firma, und zwar heißt die Duce, nehme ich an. Ziemlich teuer, auch in einer Box gehabt. Ich weiß nicht, was diese Palette kostet, aber ich glaube so um die 30 Euro. Das finde ich der Hammer. Kein Spiegel drin. Und das sind die Farben, die ich...
bedenklich finde. Ich glaube, das könnte man auch als Rouge benutzen. Das hier vielleicht als Bronzer oder Contour. Und die als Lidschatten, nur das als Highlighter. Könnte man auch als Mini-Face-Palette benutzen. Naja gut, aber wir benutzen es heute als Lidschatten. Habe ich ja nichts für bezahlt im Endeffekt, wisst ihr. Und ich gehe als erstes mal in diesen hellen Ton rein. Gucken wir doch mal, wie die performen, weil irgendwas muss daran ja so teuer sein. Es staubt etwas. Und das gebe ich mir mal auf mein gesamtes Lid. Oh. Oh, wow. Oh, wow. Schön. Doch. Wisst ihr was? Daran gefällt mir richtig gut, dass ich das nutzen kann, um mein Auge optisch zu öffnen. Guck dir das an. Dann setze ich mir auch gleich hier in den Inner Corner. Das ist der optimale Ton. In vielen Paletten habe ich so einen hellen Ton, die aber oft sehr weiß sind. Wisst ihr, nicht in Hauttönung hell, sondern weiß hell. Das finde ich gar nicht so übel. Das war dieser Ton. Was mache ich jetzt? Ich glaube, ich gebe nur noch ein bisschen Glow mit diesem Farbton. Der ist so leicht rosé eingefärbt mit Glanz. Weil Glanz ist ja immer so bedingt tauglich bei mir. Aber den probiere ich mal aus, darüber, wie das aussieht. Und den werde ich sehr sparsam einsetzen. Mit einem fluffigen Pinsel. Dann wollen wir mal schauen. Und ziemlich fest gepresst von der Oberfläche. Aber wenn das aufgebrochen ist, dann staubt es auch ein bisschen. Sehr cool. Sehr diskrete Farbe. Gib mir die nur in die Crease, weil mein bewegliches Lid lasse ich jetzt so hell. Und ich werde es auch nach außen hin nicht verdunkeln. Weil ich glaube, das machen heute meine falschen Wimpern schon. Da muss ich mich auch erst dran gewöhnen an so einen Kram, aber finde ich gar nicht so schlecht. Sagt ihr mal. Mit dieser Seite habe ich ein bisschen Struggle. Ich weiß aber nicht genau, warum. Gar nicht so übel, ne? Aber für den Preis, ich werde euch das mal unten verlinken, dann könnt ihr mal gucken. Sage ich ganz ehrlich, ich hätte sie mir nicht selber gekauft, auf gar keinen Fall. Weil schaut mal. Für mich etwas langweilige Farben, finde ich. Aber vielleicht ist es auch eine Face-Palette. Kann ich mir nicht vorstellen, mir macht so einen kleinen Bronzer. Aber das ist auf jeden Fall als Highlighter-Ton tauglich. Guck dir das an. Wo setze ich es hin? Hier. Da. Siehst du? Das kannst du voll als Highlighter benutzen. Hat sehr starken goldenen Unterton. Also auch für mich bedingt. Jetzt testen wir den nochmal, ob der als Rouge geht. Der ist wieder ganz matt. Die Konsistenz der Farben ist sehr fest. Aber das könnte gehen. Von der Färbung her. Jetzt probieren wir auch nochmal den Händlerin der beiden Brauntöne aus. Ist ein matter Ton. Ja, das geht auch als Bronzer. Musst du nur Pinsel finden, die da reinpassen, damit du das richtig benutzen kannst. So sieht es jetzt aus. Und das war mein letztes Produkt. Und was sagt ihr? Das war ein wunderbares, ein sonderbares, ein es geht so Produkt. Ja, wunderbar, wunderbar. Toll. Wunderbar. Sonderbar.
sehr sonderbar. Es geht so sonderbar. Und Elon Musk, wunderbar. Na, haben wir es doch, oder? Was sagt ihr denn zu meinem Make-up heute? Oh, schon wieder Randale. Insgesamt gesehen ist es wunderbar. Hm? So kann ich in den Tag starten. Ja. Alles klar, ihr lieben Süßen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Jetzt bin ich total bunt und eingeschmiert. Muss mir jetzt erstmal die Hände waschen. Und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Ich freue mich auf euch. Bis dann. Tschüss. Ein paar Stunden später. Wimpern sind schon längst wieder ab. Ich möchte noch was dazu sagen. Und zwar zu diesem Stift. Guckt euch mal an. Das ist jetzt bestimmt 3 Stunden später. Der sitzt wie eine 1. Und ich habe ihn auch ganz schwer. Da ist noch ein Rest von meiner Hand runtergekriegt. Also von dem Stift habt ihr länger was. Ganz toll. Der Lip Tint, das Lip Tint, trocken. Es ist wirklich so, als habt ihr gar nichts. Ne? Und er färbt nicht ab, weder an der Kaffeekanne, noch an der Tasse, noch an, ich rauche hier, an den Zigaretten. Also er färbt nichts. Alles andere in meinem Gesicht, obwohl ich es nicht fixiert habe, guckt euch das an. Das sieht noch genauso aus wie vorhin. Naja gut, die Wimpern fehlen jetzt, aber egal. Also, dieser Lip Tint ist klasse. Und der Eyeliner oder das, der Kajalstift, je nachdem wie ihr den einsetzt, First Class. Also der hält und hält und hält. Und da das Auge immer tränt, ihr seht das auch an dem Tränensack, hat heute wieder mächtig getränt, ist immer noch ganz viel drauf. Also, super.